Die beiden von Hugo von Hofmannsthal. Hallo alle zusammen! Heute sehen wir uns ein weiteres Gedicht des österreichischen Schriftstellers Hugo von Hofmannsthal an. Verfasst hatte er es im Jahr 1896, als Österreich noch von Kaiser Franz Josef I. regiert wurde. Hofmannsthal, Mitbegründer der berühmten Salzburger Festspiele, zählt zu den Vertretern der sogenannten Wiener Moderne, die man von etwa 1890 bis 1910 ansiedelt. Vorgetragen von Sonja Sonny Hopmann. Sie trug den Becher in der Hand. Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand. So leicht und sicher war ihr Gang. Kein Tropfen aus dem Becher sprang. So leicht und fest war seine Hand. Er ritt auf einem jungen Pferde und mit nachlässiger Gebärde erzwang er, dass es zitternd stand. Jedoch, wenn er aus ihrer Hand den leichten Becher nehmen sollte, so war es beiden allzu schwer, denn beide bebten sie so sehr, dass keine Hand die andere fand. Und dunkler Wein am Boden rollte. Tja, da sieht man wieder, dass die unsichtbare Kraft der Liebe jeden Menschen schwach macht. Wohl auch Hugo von Hofmannsthal, der dieses Gedicht im Alter von 22 Jahren geschrieben hatte. In diesem Jahr hatte er, wie auch schon in den Jahren davor, Erholung im idyllischen Salzkammergut gesucht. Genauer gesagt in Altaussee. Aber schon 1894 hatte er sich in die blutjunge Romana Kells verliebt, die ihn vielleicht sogar zu diesem Werk inspiriert haben könnte. 1895 wurde seine etwas obskure Erzählung »Das Märchen der 672. Nacht« publiziert. Und ein Jahr darauf veröffentlichte Hofmannsthal unter dem Pseudonym Loris seine Erzählung »Das Dorf im Gebirge«, womit er natürlich Altaussee meinte. Seine Frühwerke waren vorwiegend von Stefan George und Friedrich Nietzsche beeinflusst. Hofmannsthal achtete immer darauf, die Sprache des täglichen Lebens von jener der hohen Dichtkunst zu unterscheiden. Und so schrieb er 1896, »Es führt von der Poesie kein direkter Weg ins Leben, aus dem Leben keiner in die Poesie.« Sein primäres Interesse galt der Philologie, also gewissermaßen der Liebe zur Sprache. Aber auch die Liebe zu Frauen spielte in seinem Leben eine große Rolle, auch wenn es sich dabei oft nur um Brieffreundschaften handelte. Er gestand jedoch einmal, Freundschaft zwischen Männern ist das Reinste und Stärkste, was das Leben enthält. In den Dramen und Libretti, die Hofmannsthal beispielsweise für den Komponisten Richard Strauss ersann, zeigt er uns aber durchwegs emanzipierte und unangepasste Frauentypen, ganz im Kontrast zu seiner konservativen Lebenseinstellung. Übrigens, seine spätere Frau Gerti Schlesinger hatte er in seinem Schicksalsort Altaussee kennen und lieben gelernt. Sie schenkte ihm 3 Kinder und übernahm alle häuslichen Pflichten, damit sich ihr Mann in seinem künstlerischen Schaffen frei entfalten konnte.